Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zu Honeypop Part Nummer 2. Ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen, nachdem wir in der letzten Woche so viel Spaß mit Part 1 hatten, hier direkt nochmal einen Folgepart aufzunehmen, einfach weil ich habe mega viel Spaß und von den Kommentaren aus dem letzten Part muss ich sagen, ihr denke ich mal auch. Von daher legen wir direkt los. Montag ist jetzt nicht Honeypop Montag, das möchte ich nur mal nebenbei erwähnen, aber ich gucke aktuell, worauf ich am meisten Bock habe, was das Aufnehmen angeht. Ich weiß, ich habe ein paar Series, die gerade am Laufen sind, aber das alles und noch viel mehr besprechen wir bald in einer Kaffeepause, wo ich einen regulären Upload-Plan mache, weil ich kann nicht immer hoffen, dass jemand ein wunderschönes Best-of von mir zusammenschneidet, um am Freitag ein Video zu bringen. Plus, ich habe mit Chris auch schon einen Termin ausgemacht, wann wäre sie 2 aufnehmen, aber das alles in dieser Kaffeepause. Aktuell ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber keine Angst, allerspätestens im August wird das nicht mehr der Fall sein. Daher, ohne lange Vorrede, legen wir los. Ich habe aber, bevor wir mit Andis Dating-Tipps weitermachen, noch eine Sache, die ich anmerken möchte. Und zwar habe ich nach dem letzten Video mit ein paar Leuten über das Spiel gesprochen, die das Spiel auch schon besser kennen. Und die haben mir zumindest ein paar kleine Tipps gegeben. Keine Angst, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß aber, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Wert auf einzigartige Geschenke legen sollte und weniger darauf, die mit Essen vollzustopfen. Weil Andis Dating-Tipp Nummer 2, meine Freunde, bevor wir überhaupt loslegen: Ihr könnt zwar, wenn ihr mit einer Frau redet, sie mit ihrem Lieblingsobst vollstopfen, aber das ist weniger gut, als wenn ihr ihr einzigartige Geschenke macht. Schreibt euch das auf, wir machen weiter. Vor der Soundcheck noch nicht mehr weiß, wie er weitermachen soll. Oh, ich bin so gespannt. Oh, Miss Yumi, I'm glad I ran into you. Have you had a chance to grade our exams yet? Remind me what that was on again? You know, the conservation of whatever you call it. Oh, yeah. I think those are on my desk. Somewhere. Oh, okay. Do you know when you might be able to get them back to us? Later. Next week, probably. I'm sure you did fine, Tiffany. You think? I hope so. I don't know, I was having trouble with some of the material. Do you know what we're going over next week? I'd like to try and get a head start this time. Next week? I don't know yet. Best Teacher ever! Aber irgendwie finde ich das irgendwie, weiß ich nicht, maximal sympathisch. Und ich sehe gerade, dass auch wenn ich keine Zeit zum Traveln hätte, ich hier sehe, dass eine out of town ist und die andere ist am Schlafen. Morgens. So relatable. Aber ich finde das echt sympathisch aufgemacht so. Actually, I have a pounding headache right now. Can we do this later? Peace out, bitches. Yeah, okay. Sorry to bother you, Miss Yumi. No, it's fine. I'll talk to you later. Whoa, is this chick serious? That schoolgirl uniform is a little on the nose, don't you think? Ja, vor allen Dingen mit dem offenen Bauch hier. Jede Lehrerin, die ich je gekannt habe, wäre ausgerastet, wenn sie es gesehen hätte oder mitbekommen hätte, weil die Hälfte der Lehrerin saßen einfach nur total abstrakt vorne, aber ihr wisst, was ich meine. What the fuck? She's cute though. Blonde too, so bonus points. This is your classic girl next door situation. She's nice, so don't say anything to scare her off. Kriegt sie denn auch dasselbe Next Girl Sayori Treatment? You know what I mean? But don't be afraid to take a chance. Sag mal lieber, wenn ein Oberteil hält, hey! Hey, nimm es nicht falsch, aber ich dachte einfach nur, dass du süß bist und wollte Hi sagen. Wäre es okay, wenn ich dich um ein Date frage? Ich meine, ich habe dich gerade nur die ganze Zeit vom Busch aus angestarrt. Können wir uns treffen? Hallo? Entschuldige, wo kann ich denn die Student Union finden? Okay, nee, ich glaube, wir machen das hier. Who, me? Oh, no, I'm so not cute. But thanks for the compliment. Süß. I haven't seen you around here before. Are you starting this semester? Nein, ich bin nur der örtliche Creep, der immer in den Büschen hängt und Leuten beim Reden zuhört. Aber hi. Nein, aber wenn alle Mädchen so süß sind wie du, dann überlege ich es mir vielleicht doch noch. Alter Schwede. Wer hat diesen Dialog geschrieben? Ich denke darüber nach, würdest du diese Schule empfehlen oder... Oh mein Gott. Ich unterrichte hier. Sie nennen mich Professor Handsome. Okay, es tut mir leid, ich muss das nehmen. Come on, give me a break. Stop teasing me. 10 out of 10.
dass sie auf diese Frage so reagiert hat, 10 out of 10, muss ich sagen. Das finde ich super sympathisch. Und nicht, Alter, was ist los mit dir? Hallo, Campuspolizei, kommst du bitte mal? Halte ich dich von der Klasse ab? Du bist eher Athlet? Nein, das ist total schleimerisch, Alter. Lektion Nummer 3 mittlerweile, ich weiß es gar nicht. Kriecht Frauen nicht in den Hintern. Frauen sind keine Automaten, wo ihr oben Nettigkeit einwerft, bis unten Pussy rauskommt. Ganz wichtige Lektion, Freunde. Oh, wie viele Freunde ich habe, die das immer noch nicht verstanden haben. Das heißt nicht, dass ihr ein Arschloch sein sollt, Leute. Das heißt nur, dass es... Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ansonsten fragt nochmal nach. Machen meine Kumpels auch immer. Ihr wisst, was ich euch meine. So. Wenn ich hier hingehe, dann musst du mir die Örtlichkeiten zeigen. Perfekt! Ja, ich liebe das. Es ist wirklich ein schöner Campus, auch. Mein Name ist Tiffany, by the way. It's nice to meet you. You seem like a cool guy. Hopefully I'll see you around campus. Oh, bitch, you will. Oh, ich kann zur Lehrerin. Oh, ich kann zu Kiana. Aber ich brauche ein bisschen Money, wenn ich ehrlich bin. Aber das kriege ich nur, wenn ich auf Dates gehe. Von daher, wir reden mit ihr. Eine Sache, die ich übrigens nebenbei noch erwähnen möchte, ist, ich bin mir nicht zu fein, ein Cheat-Sheet rauszuholen, wenn sie mich nach Scheiße fragt, die ich zu doof bin mitzumerken. Weil das gibt nur Minuspunkte und es ist nervig für uns alle, deswegen tue ich das nicht. Aber ich weiß, dass einige von euch sie hundertprozentig dicken werden und deswegen reden wir mit ihr mal so ein bisschen. Plus ich brauch Geld. Ich bleib so weit von den Freaks weg, wie ich kann. Ich bin ein Mama. Ach Leute, ich weiß gar nicht was. Ich muss gar nicht die dritte Antwort lesen und weiß schon, das ist die richtige. Jerome, Bruder, Shoutout. Age of Empires 2, geiles Spiel. Auch wenn Age of Mythology besser war. Das Egypt-Theme läuft bei mir rauf und runter. Ich rede mit denen hier und da mal, aber das ist auch schon alles. That's cool. Oh Gott, das war falsch. Question time. Do you believe in extraterrestrial stuff? You know, like aliens and that? You never know what's out there. Das ist, glaube ich, so die beste Antwort. You think so? Was ist dein Problem mit mir? Ich glaube, wir verstehen uns einfach nicht. Wir sollten einfach bonen und das war's. Wir kriegen einfach keine Konversation zusammen. Müssen wir ja aber auch nicht. What's chicken, bacon? What's share? Ach Gott. Du bist bestimmt so eine Alien 9-11-Verschwörerin bestimmt. Magst du eine Season mehr als die andere? Was für eine Oberweite hast du? Beste Frage. Oder wie alt bist du eigentlich? Komm. I'm 20 years old. Mhm. Ich möchte erwähnen, dass ich ihr keinen Alkohol anbieten werde. Also in Deutschland geht es klar, aber in Amerika geht es nicht klar. Ich weiß nicht gerade, wie es in Japan ist. Ich glaube, da ist die Drinking Age auch 18. Aber ich fühle mich nicht gut dabei, Leute. Ich fühle mich echt nicht gut dabei. So, ich kann sie doch bestimmt nach einem Date fragen, oder? Oder? Come on. I am so hungry right now. Oh. Fick dich dann halt nicht. Ich geh zu meinen anderen. Ich geh zu ihr. Wenn du nicht mit mir. Ich brauch Geld, Alter. Ich will meiner Kiana ein einzigartiges Gift kaufen, um zu gucken, was sich dadurch ändert. Oh, das kann ich ja sogar. Screw that! Girlfriend, Kiana Girl. What is happening? Du kriegst jetzt ein einzigartiges Gift von mir und das Spiel wurde gerade gespeichert. Das heißt, jetzt, wenn ich Scheiße baue, lade ich einfach. Girl, what's up? Hello. What can I do for you? Guck mal, wie sie ankommt und sofort fragt, was ich für uns tue. Ist sie nicht ein... Leute, ungelogen. So, ich kaufe dir jetzt mal ein Geschenk. Unique. Ist es scheiße, wenn ich ihr jetzt Marachas kaufe? Nein, wir testen es einfach mal. So, gucken wir doch mal. Gönn... Warte mal, was steht da? A unique gift for Latinas. Get the fuck out of town. Really? Get the fuck out of... Geil, ungelogen. So. Nein, das gebe ich dir auf jeden Fall nicht. Nein, das will ich. Doch, ich will auf jeden Fall in den Girlfinder und möchte aber eigentlich mal gucken, ob ich bei dir. Kann ich eine andere Haarfarbe schon aus? Nee, kann ich nicht. Aber Chica finde ich geil als Haarfarbe. So, du hast. Dein Hunger. Was heißt finished? Müssen wir mehr reden? Ich glaube ja. Ey, Bruder! Shoutout! Ja. Do you think of yourself as a person who takes responsibility for his actions? Sagte die Dame, die einen Daddy sucht. Und dieser Daddy werden wir sein, Freunde. So. Very much so. That's really, really good to hear.
Unfortunately, I haven't met many people like that. Oh, wie unerwartet. So, ich glaube, ihr Hangar ist ziemlich weit runter, aber bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, weiß ich einfach, dass ich ihre Antwort mir anschauen muss. Und zwar Del Rio 56 und Hairdresser. Yo, you hungry? I know I am. Ja, aber mir wurde gesagt, ich darf nichts zu essen kaufen, weil Unique Gifts mehr Sinn machen. Gibt's denn noch ein Unique Gift, was ich hier geben kann? Das ist sold out, ich verstehe. Ich weiß es nicht. Ich will aber... Ich habe sowieso kein Geld dafür, Alter. Was ist denn das Sternchen dahinter? Who likes to move to the muse? Dancer, Artist, Rave, Garden, Artist, Aquarium. Okay. Was ist denn unsere Kiana? Loves Gift Type Fitness. Freunde, wir kommen dahin. Ich schwöre es euch. Was ist denn hier von Fitness? Sports ist nicht fit. Wait, 800, Alter. 600, seid ihr wahnsinnig. Hier ist aber schon irgendwas mit Fitness, was ich mit meinem Scheißbudget leisten kann, ey. Okay, pass auf. Wir müssen auf ein Date gehen, weil ich muss wieder ein bisschen Kohle machen. Von daher, Kiana, Baby, wir sehen uns. Wir müssen jetzt erstmal zum Lehrer. Get the fuck out of town. Wie kann man sie nicht lieben, ich schwöre. Fitnessclub. Da, ach so, ich dachte schon. Wieso gehe ich raus und wieder rein? Hi, tschüss, Kiana. Hi, Lehrerin. Aiko? Oh, hey, Belly. What's wrong? Seems like something's bothering you. Yeah, life. How are classes going? I don't want to talk about that. Well, I think I have just the thing. I'm headed to the beach to work on a few poses. You should join me. Sie Yoga-Lehrerin oder so? Exercise to melt that stress away. Not today. I'm just not feeling it. Will I at least be seeing you this weekend at the studio? I'll be there. I don't think I have anything else going on for once. Great. Can't wait. See you there. Dude. Bro. Asian chicks? Don't even get me started. I have like the worst case of yellow fever ever. Ever. Like a yellow plague. Racist much? This is a tough approach. She's kind of in a shitty mood, so... Say something stupid to try and cheer her up. It doesn't matter what. The stupider... Wow, racist. Alter Schwede, ey. Fuck these birds, am I right? Can you teach me... Boah, alter Schwede. Das ist edgy, ganz ehrlich. Ich weiß, sie meinen das lustig, aber ich find's irgendwie auch ein bisschen... schwieriges Territorium, aber egal. Isn't it funny how life is pointless and nothing matters? Das ist offensichtlich scheiße. Fuck these birds, am I right? Nehmen wir einfach das mal. No, I like the birds. Daddy Andy weiß, was los ist. Aha, aber nun ernsthaft, was ist los? Du siehst echt genervt aus. Oh no, I'm good. I'm just trying to relax. Enjoy a little downtime between classes. I teach up at UOG. You know the place? It's like the only university in the city for some reason. Frau Lehrerin, ich habe eine Frage. Warum ist deine Hose eingerissen? Du kriegst sehr wahrscheinlich ein ordentliches Gehalt. Und wo sind die ganzen Boys? Wenn ich so eine Lehrerin gehabt hätte, könnt ihr euch drauf verlassen, dass die ganze Schule hinter ihr her gewesen wäre? Oh Gott. So you've got that sexy teacher angle going then. I don't know about that. I have a couple students who might agree with you though. I'm glad you came over here. I needed a good laugh. The kids call me Miss Yumi, but you can call me Aiko. Nein, ich nenne dich auch Miss Yumi. Kann ich sie direkt an ein Date fragen? Sure, I suppose you've earned it. What did I just do? Egal, direkt Date. Holy shit! Come and get me when you're ready to leave. Ich weiß noch nicht mal, was ihr Liebling ist. Oh, warte, da. Most is... I'm hot for teacher. Okay. Alright. So, ich muss irgendwie diese Glocken darunter kriegen, weil ich brauche mehr Moves, Freunde. Oh Gott, I'm...
so fucking shit at this. Oh. Oh, das könnte was werden, Freunde. Okay. So, ich will jetzt alle brokenen Herren. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, this is good. Okay. Oh! Multi-Combo. Das war nicht so toll, aber ist okay. So. Maybe, I don't know. Warte, Sexuality, ne? Ja, das Rote. Ich verstehe, ich verstehe. Freunde, das kriegen wir hin. Ich brauche aber noch mehr Moves. Ich kann die ja bis zum Ende schieben, ne? Heißt, rein theoretisch könnte ich den ja auch dann hier hinziehen. Das ergibt alles einen Sinn, Freunde. Wir kriegen das hin. Oh Gott, ich bin so ich muss unbedingt mal in meiner Off-Zeit mal ein bisschen Bejeweled spielen, um mal irgendwie hier so ein bisschen Skill reinzukriegen. Ich sehe einfach kein... ich sehe ein, zwei... Ach, geil, wir machen das einfach hier mal so. Und dann machen wir mal so. Ich brauche übrigens ein paar mehr einzigartige Gifts, die ich hier so reinsetzen kann, Freunde, damit das auch mal läuft, so. Ich will eigentlich jetzt hier noch eine Reihe weghauen. Oder die untere, dann heißt, ich muss einfach so machen. Das heißt, so. Das heißt, ich habe einen weiteren Move und so. Dadurch gibt es ein bisschen mehr Passionata. Hier, zack. Was auch immer das hier macht. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Sagt mir bitte mal, was dieses Sentiment macht. Ich habe beim Intro einfach nicht aufgepasst, glaube ich. So, Sexuality. Dieses Outfit, Junge. Ey, wenn das hier an der Seite rechts mal reißt. Ich sag's euch. Was machen diese ganzen Broken Hearts hier? Geht mal weg. Das war eine sehr gemixte Tüte, Freunde. So. Aber wir reißen das alles wieder raus. Ich werde schon dafür sorgen. So. Den kann ich hier hinziehen. Dadurch haben wir noch einen Move. Wir brauchen nämlich noch 7 Moves. Oh, Jesus Christ. Ich brauche mehr Moves. Ich brauche mehr Moves. Hier muss was weg. Hier muss irgendwas weg. Ich werde mir das echt irgendwann mal auf einfach stellen, weil das geht gar nicht gerade. Ich will nicht failen. Ich muss die einfach nur weiter runterkriegen, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, Freunde. So. 3 Moves noch. Make it count. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mit dem letzten Move, Leute. Boom. Money fließt. Hey, that was actually really nice. Thank you. Die werden immer schwerer, Leute. Ich hab Angst. Hey, Bock auf ein Date? Alles klar, kein Thema. Machen wir sofort. Was? Okay, wir machen einfach random mal wieder, weil ich finde das immer... Zieh bitte erstmal das andere an, so. Lauf bitte nicht so auf dem Campus rum, was steht hier? Was hast du gesagt? Ich mache einen Deal, jedes Mal, wenn du ein Geschenk gibst, was sie liebt, gebe ich einem deiner Interns auch ein Geschenk. Irgendwas, was du auf dem Date nutzen kannst. Ich bin einfach eine tolle Person, okay? Dann machen wir das doch einfach mal direkt. Oh, ich kann mit ihr noch ganz viel machen. Ich kann mit ihr noch ganz viel machen. Was ist denn ihr Favorite Gift Type? Toys? Toys? What the fuck? Okay. Kauf mir doch mal was Schönes, weil ich will wissen, was das macht. Aquarium, Baking, Garden. Das ist ein Toy. Gönn dir! Gift Value 6. Okay, ich bin gespannt. Was heißt denn, a new present has arrived? Ist das was für mich? Ach, ich bin so toll in diesem Spiel, Alter. Hier, was ist das? Oh. Plus, wie ist es? Okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Give well your artist. Ich muss mich gerade mal so ein bisschen hier reinfuchsen, Freunde. Hat sie irgendwas mit Artist hier? Sie liked Artist, aber sie liebt es nicht. Und Andi macht keine halben Sachen. Egal, wir reden noch ein bisschen mit ihr. Schieß los. Short-lived.
Once I found the hole, we were good to go. I don't like to brag, but you came at least 3 times. Ha, what a load of shit. Okay, sie weiß, dass wir Scheiße labern. Give me your honest answer. Okay. What's your ideal perfect vacation like? A tropical island or beach resort? You wish. Was zum Teufel ist dein Problem mit mir? Okay. Wie alt bist du? Why, 21, of course. Nah, I'm fucking with you. I'm 28. Ich wollte nämlich... Okay, sie ist so alt wie ich, Alter. Ich sollte mir Gedanken darüber machen. Sie ist eine Lehrerin und wird von allen geliebt und ich sitze hier und mache Videos über Dating Sims. Wo bin ich im Leben falsch abgebogen? Nein. Was auch immer ich mit den Special Items mache. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts mehr hier übrig. Von daher, wir gehen zurück zu Kiana. Yep, take care. Hauptsache, Kiana steht einfach den ganzen Tag in diesem... Oh, nein, sie ist im Café. Ich dachte gerade, sie wäre schon wieder woanders. What a day. I need to unwind. Kein Problem. Ich habe... Waits? Hey, guck mal, ich habe Handel mitgebracht. Gönn dir. Bitteschön. Thanks. I can't wait to test it out. Habe ich jetzt ein neues Geschenk bekommen? Consume. Ach ja, Sentiments ist, damit ich diese Items benutzen kann. Aber danke, wenn ihr es schon unten reingeschrieben habt, Leute. Consume all the power tokens on the grid. Okay, das ist geil. Das ist geil, geil, geil. Wie viel Geld habe ich noch? 400 irgendwas. Da kann ich kein Unique Gift kaufen. You can't afford this item. Because fuck you, that's why. Okay, damit habe ich die schon mal weg. Ich kann aber mir jetzt selber... Oh, was ist denn bei ihr? Romance ist... Ich würde aber Sexuality, glaube ich, holen. Oder Talent. Mal gucken, was am teuersten ist gerade hier. Luck? The chance of generating a power token increases to... Ach, okay, das interessiert mich nicht. Was ist das hier? Was ist das? Ich muss es wissen! Additional 100% Affection, okay. Okay, ich verstehe. Und Passion. Okay. Wir machen erstmal Flirtation. Ich wollte Sexuality, aber ich habe mich verklickt, weil ich doof bin. Aber sie hasst Flirtation. Damit machen wir es zumindest ein bisschen einfacher. Ich bin einfach dumm. Ich könnte doch einfach laden. Das ist eine gute Idee. Kann ich nicht, also lassen wir es einfach. Ich müsste das Spiel, glaube ich, runterfahren dafür. Und dafür hat Andi keine Zeit. Können wir mit dir reden? Wieso kann ich dich nicht am Date fragen? Ist es, weil wir heute schon ein Date hatten, was nicht der Wahrheit entspricht? Wir reden mit dir. Okay. What are you looking for in a relationship? Oh. Als ob sie als Mutter Friends with Benefits haben wollte. Das wäre eher die andere. I'm trying to find my wife. Also entweder 2 oder 3. Das ist ein bisschen sehr krass. Ich will meine Frau finden, aber vielleicht steht sie da drauf. Und das hier ist, ich will ein bisschen Spaß haben. Aber das will sie, glaube ich, nicht. Deswegen denke ich eher das hier. Okay, sie will doch mehr Spaß haben, als ich dachte. Habe ich denn irgendwas, was ich dir kaufen kann, was relativ günstig ist? Breakfast Food, okay, Candy, Junk Food. Sie mag aber, glaube ich, nur Obst und das habe ich nicht. Von daher, Kiana Baby, ich muss dich jetzt leider in Ruhe lassen, denn wir müssen an den Strand zu Billy, hieß sie, glaube ich, ne? Finde ich sehr interessant. Kurzer Cut, bin gleich wieder da. So, ich hoffe, ich habe das rausgecuttert, ansonsten wird das sehr awkward. Für eine Minute, wo ich einfach nicht da bin und ihr so, Andi, kommst du mal wieder? Alter, was los? So, wir gehen zum Strand. Bis dann. Wir sehen uns, Kiana. Bis zum nächsten Date, wenn ich dich endlich daten kann. War nicht gerade Evening? Sind wir Tag 3? Ich verstehe es nicht, egal. Are you serious? Oh, come on. Just try it on. Okay, warte. Wir haben gerade ungefähr einen halben Tag übersprungen, sind am Strand, sie trägt komplett viel, sie trägt gar nichts und wir haben noch eine E-Mail von Aiko bekommen. Shit, wieso bist du am Schlafen nachmittags? Okay. It's going to look so cute. Try what on? There's nothing here. Come on. I saw it and I immediately thought of you. Ich weiß, ich unterbreche gerade viel, aber die Voice Actress ist so gut. Allgemein die Voice Actresses in Honey Pop sind richtig gut. Muss ich einfach mal sagen, hätte ich nicht gedacht. Respekt dafür auf jeden Fall mal an die Mädels, die das gevoiced haben. Vor allen Dingen sie hat so eine rauchige Cougar-Stimme, ganz ehrlich. Finde ich irgendwie klasse, weiß ich nicht. Finde ich geil. You're going to love it. I promise. Oh my. Alright, just make sure nobody else is around.
Yeah, sure. The coast is clear. You're good. Jess, I can't wear this. What are you talking about? You look cute. Cute? Cute. Oh, stop. There's nothing wrong with a little skin. You can't keep all that boob to yourself, hun. It's not fair to the rest of the world. The world will be just fine without my... But the girl has a point. Yeah, but I won't. Besides, we won't. It wasn't cheap. So, you're stuck with it. So come on, let's go. I am not going anywhere in this. I'm changing back. Ugh, you are impossible. Enjoying the view. Quick, now's your chance. Before she goes to change, just say something, anything. Boops, boops, boops. Damn, is it hot out here? Or is it just you? Hey, wait up. Huh? Oh, jeez. Hi, sorry. Jeez. I'm so embarrassed right now. My friend made me put this stupid thing on. Sorry. One second. Let me go change. Nein! What, the bikini? I haven't even noticed. Dein Freund hat einen guten Geschmack. Dieser Bikini war für dich erschaffen, oder? Ich hatte gehofft, dass es... Nee, das ist am wenigsten creepy hier. Really? No. You think so? I don't know. It's a little revealing. Don't you think? Aber Underboob ist justice. I'm like that, you know? Like what? Adorable? Too late. Shut up. You know what I mean. Well, I guess it's not that bad. I mean, if you're really saying you like it. Oh, and hi. The person inside of the bikini you're talking to, her name is Belly. Wurde gerade auf PlayStation angeschrieben, falls ihr euch wundert. Ich habe mich jemand gefragt, ob ich Anthem habe. What the fuck? Was ist das? Muss ich gleich mal nachgucken. Egal. So, wir... Boah, die viel Essenszeile. Kann ich direkt mit dir auf ein... Direkt mit dir auf ein Date gehen? Yes. I'd like that a lot. I'm looking forward to it. Wir haben einfach die Magiefreunde. Wenn ihr mit mir zusammen das weghaut, Leute, dann kann nichts schief gehen. Oh Gott, dammit, warum sind wir Eislaufen gegangen? 185? Holy shit, was hat sie denn für eine Vorliebe? Romance und als letztes Flirtation. Okay, was war nochmal Romance? Das ist Romance? Echt? Okay. Wow. Oh nein. Wo sind denn die anderen Gifts? Oder muss ich die irgendwie hier reintun? Weil ich hatte die doch. So much of this game, I don't know. So, den würde ich gerne weghaben hier, weil dann kann ich hier gleich eine Viererreihe starten. Leute, wir müssen das hier zusammen aufbauen. Wie machen wir das? Hier muss der einfach nur einen nach unten. Einen. Wenn ich den mache, bringt mir das nichts. Wenn ich den mache, bringt mir das nichts. Wenn ich den mache, bringt mir das auch nichts. Aber vielleicht so. So, der muss weg. So. Und so. Wir haben noch 15 Moves. Können alle... Oh, ich brauche Sentiment 6 dafür. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Könnt ihr. Thank you, really. Kein Dingli-Ding. So, jetzt brauche ich hier noch ein bisschen was mehr, was weg muss. Und zwar so. Und zwar so. Ich hätte gerne so einen Vierer-Move, aber das kann ich eigentlich bestimmt hart knicken. Oder? Ich meine, rein theoretisch müssten die hier noch nach... Ah, egal, machen wir einfach so. 12 Moves und wir haben noch mega viel vor uns. Holy shit. Ich hab's geehrt, Leute. Ich glaube, das könnte das erste Date sein, was wir nicht hinkriegen. Oh, das ist gut, das ist gut. Das gefällt mir da oben richtig gut. Move. Ich finde die Musik übrigens relativ cute, die da gerade noch läuft. Ich brauche mehr Flirtation. Nein, das ist gar nicht Flirtation, das ist Romance. Romans. Okay, wir müssen hier unten mal so ein bisschen was freiräumen. Wir haben noch 8 Moves left. Das war keine Absicht, aber umso besser, dass es geklappt hat. So, wir müssen hier unten mal so ein bisschen Klarschiff machen, und zwar so.
Jetzt muss ich den hier irgendwie nach da unten. Das wird doch sowieso nix, Alter. Das sehe ich doch jetzt schon hier. Das wird nix. Oh Gott. Hier könnte ich gleich einen Vierer starten. Machen wir erstmal so. That's what he said. Sentiment bringt mir aber relativ wenig, leider. Ich brauche extra Moves. Need all the moves! Diese ganzen Scheißherzen, die hier wieder im Weg sind. Oh Gott. Vielleicht den hier? Ja, das war schon mal nicht schlecht. Wir haben noch 4 Moves. Ich brauche einfach mehr, Leute. Es geht nicht anders. Hier kann ich nichts wegziehen. Ich meine, ich könnte die... Wenn ich die kombiniere, bin ich emotional tot. Ich kann das nicht machen, Leute. Das geht nicht. Wollte ich nicht, weil eigentlich. Geh doch mal da hoch jetzt! Drei, zwei, eins, go. Volle Konzentration hier gerade. Ich habe nur einen Move left und das wird einfach sowieso voll nix, ey. Nee, das kann ich mir voll in den Hintern schieben. Egal, wir haben Geld dazu bekommen. Das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, wir brauchen einfach Geld, um weiter Muni zu kriegen und so die Dates fertig zu machen. Kann das sein? Ich meine, wir haben Geld bekommen, immerhin. So, wir reden einfach mal mit ihr. Wir müssen unsere Trades sowieso ein bisschen höher machen. Und ich will ungern auf Easy spielen, Leute. Ganz zur Not cutte ich einfach diese Minigames raus. Und ihr seht im Endeffekt am Ende nur, ob ich jetzt gewonnen habe oder nicht. Was steht eigentlich hier? Oh, schau dir das mal an. Ich bin so eine heiße Lehrerin. Kein Wunder, dass so viele Leute sich für meine Klassen registriert haben. Foto anschauen! Oh Gott. Ich habe die unzensierte Version, muss ich dazu sagen. Von daher kann es sein, dass ich euch jetzt mal was zensieren muss gleich. Ach, Gott sei Dank nicht. Sehr schön. Aber schöne Bilder, muss ich sagen. Finde ich cool, dass sie einem so Zwischendinger noch so zwischendurch reinschieben. Finde ich geil. Hat was. So, war ich stehen geblieben, genau. Oh, als ob ich das ehrlich beantworten würde. Okay. Sie ist sowieso nicht so mein Favorite. Sie ist ganz putzig oder so, aber sie ist nicht mein Favorite. Deswegen gucke ich mal, sagt sie mir das jetzt sofort? That's so embarrassing. I want to ask you about a prior conversation. Do you remember what size my... Das war einfach. Chest is. Okay. Hey, ich habe übrigens D-Körbchen. Weißt du, was für ein Körbchen ich habe? So, ich musste jetzt wieder von Fraps umschalten auf Shadowplay. Obwohl ich mehr Platz freigeräumt habe. Ich verstehe nicht, warum Fraps das macht. Aber egal. Ich werde es jetzt noch einmal mit Shadowplay aufnehmen. Und beim letzten Mal war die Audio so ein bisschen distortet. Deswegen nehme ich die Audio gerade separat im Stereo-Mix auf. Und wenn die Audio wieder distortet ist, flippe ich mega aus. Also von daher, sollte die Audio jetzt gut sein, werde ich nur noch mit Shadowplay aufnehmen. Aber ich muss mal diese 60 da oben aus dem Bildschirmrand entfernen. So. Und wir machen einfach mal ohne Probleme weiter. Wir kriegen das schon hin, Leute. Von daher, wir reden, wir können gar nicht mehr mit dir reden, aber ich würde ganz gerne ein paar, aber ich würde ganz gerne ein paar Sachen kaufen gerade. Zumindest, das können wir noch nicht damit. Egal, dann machen wir erstmal weiter mit ihr. Until next time. Wie viele Mädels hier einfach sind, Wahnsinn. Oh. And thus it became full circle. Oh, you bitch. You didn't tell me you were back in town. Hey, lover. Just got in a couple days ago. Missed you. Excuses. You know you're supposed to check in with me as soon as you hit the ground. Of course. What was I thinking? I'm sorry, honey. Won't happen again. That's more like it. How have you been, my darling? Staying out of trouble? Well, I try, but... Trouble has a hard time staying out of me. So I take it work is good? Never better, but enough about me. What's going on, girl? Ich will wissen, was ihr Job ist. Ungelogen. Ugh,
where do I start? Hold that thought. Have a seat. I'm gonna go grab you a drink. I want to hear all about it. I'd love to. But... Yeah, I've got an early day tomorrow. I just stopped in for a second. Ugh, come on. You're not going to make me sit here and drink all by myself, are you? Rain check. I'll call you later this week. Girls' night out all the way. Yeah. Get out of here already. Love you, baby. Mwah. Ooh, MILF alert. Looks like a total cougar, too. I don't think you realize the gravity of the situation here. This is what separates the men from the boys. You've got to be aggressive. That nice guy shit isn't gonna cut it. That nice guy shit isn't gonna cut it. That's a supremely nice set of tits. 10 out of 10. Oh, much. Hey, beautiful. I can't seem to take my eyes off you. Well then, come a little closer. There's a lot more to see. Oh! I believe I've had the pleasure of meeting you. The cute ones are always hiding. Hun, do me a favor and help me out with my empty glass. Pretty please. Coming right. What's in it for me? Oh, I can make it worth your while, sweetie. Trust me. Actually, why don't we get out of here? Komm, lass ficken. Das war alles an Konversation, was ich wissen musste. Wieso reden wir nicht über den Fakt, dass wir verzweifelt hart aufeinander stehen? Und wir desperately attracted. Oh, wie viele Drinks braucht's, um unter dein Shirt zu kommen? Das ist einfach unerotisch. Das ist, ey, Alter, 3 Drinks und du kannst mich vögeln. Das hier ist viel geiler. What should we do about the fact that we're desperately attracted to each other? Oh, you're desperately attracted to me? You're sweet. What a cock block. You haven't even asked my name yet. I'm more than just a pretty face, you know. Most gentlemen your age know me as Misty. But you can call me Jessie. Wieso Misty? You should feel honored. I only share that secret with people I like. Okay, danke. Aber wo kann ich denn... Das ist hier, genau, so. Ist das ein Info? Ne, ist keine Info. Was ist das für Sachen hier, Alter? Sexuality. Least Desired Romance. Okay, ich möchte dir ganz gerne irgendein Geschenk... Baking? What the fuck? Nein, Tiffany, geh weg. Mit dir wollte ich gar nicht. Love's Gifts Baking. Okay. Dann muss ich die Sachen eigentlich hier... Wo muss ich diese... Date Gifts, da! Ah! I get it. Okay. Sag mir das doch vorher, Alter. Willst du mal an meinem Nudelholz arbeiten? Oh, thank you. Remind me to return the favor. Was für ein Geschenk haben wir denn gerade bekommen? Ey, da. Consume all romance tokens on the grid. Holy shit, Alter. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wir gehen gleich sowas von auf ein Date, Freunde. Later. Sowas von. Wir holen uns aber erstmal ein Trade, bevor wir loslegen, und zwar Sexuality. Und let's go, guys! Aber hat nicht irgendeiner gesagt, dass wenn die betrunken sind, es leichter ist, oder kriegt man dann nur mehr Honey? Ich weiß es nicht mehr. Was kosten denn so Drinks? Okay, wir können es ja mal versuchen. Wir kaufen einfach mal Sake. Well, I've gotta take my medicine. A date? Oh, that's adorable. I'd love to go on a date with you. Let's do this. Ich werde die erst noch nicht rausschneiden, wenn es allerdings später mal der Fall ist, dass es langweilig ist. Sag mir bitte Bescheid, dann cutte ich die einfach raus und fertig. Wow. Alright. I'm soaked already. What the fuck is happening? Oh mein Gott. The fuck? Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Fucking hell. Okay. Holy smokes, Alter. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Dass sie einfach mal so casually so da... Nein, wenn ich so mache, habe ich die Arschkarte. Das lassen wir mal schön. Ich würde ganz gern die hier verbinden, aber dafür bräuchte ich einen hier.
Weil so ein Fünfer, Leute, das wäre... Egal, wir sind gerade am Anfang. Sentiment 6. So. Plus... okay, das brauchen wir gerade nicht. Nee, ich brauche mehr Sentiment-Stuff. Und zwar so. Consume all Romans. Das ist Romans, ne? Oder? Ist das Romans? Nee, Romans sind die hier. Das hier hebe ich mir für nachher auf. Oh, das könnte gut werden hier. Oh, ich sehe es schon kommen. Aber Mann, erstmal so. Und so. Leute, ich sehe schon. Jetzt nehmen wir uns den hier. Oh yeah. Das machen wir so. Und als nächstes holen wir uns den hier. Dafür brauchen wir aber noch ein paar Sentiments. Oh, ich werde so gut in diesem Spiel sein, Leute. Das läuft so fucking fantastisch. Ich kann es selber kaum glauben. Und noch ein Move. Und einmal den hier. Oh, wie gerne ich jetzt hier einen in der Reihe hätte, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So und so. Ich würde ganz gerne eigentlich den hier noch reinschmeißen. Dafür brauche ich noch einmal Sentiment. Und zwar so. Jetzt kriegt ihr den Teddy. Und jetzt bam. Aber sie ist immer noch nicht voll. Von daher noch den hier und das war's. Oh, all the money. I can tell you have some experience with this. And I like an experienced man. Gott! Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau kennengelernt, die so redet. Fanfiction.net. Aber es ist interessant, sowas in meinem Spiel zu haben. You've unlocked Jessie's... Ungelogen! Ich kann jetzt einfach hingehen und ihr einfach... Ich komme darauf einfach nicht klar, Leute. Ich kann jetzt einfach hingehen und sagen... Du läufst jetzt gefälligst die ganze Zeit nur so rum. Von daher, ich mag es einfach random, das Ganze zu haben. Finde ich aber witzig so. So, wir reden noch ein bisschen mit ihr. So, I'm dying to know something right now. If you want $1 million, how would you spend it? Luxuries for my girlfriend ist zu langweilig. Feeding the hungry ist auch zu. Ich nehme jetzt aber das hier. Oh, baby. You knew that's what I wanted to hear, ja. Didn't you? Du bist so eine... Du bist ein richtiges Girl für einen Sugar Daddy. Okay, so I've got a question for you. Mhm. Do you like the lights on or off during sex? What? Alles an. Ich mag's an, weil ich sehen will, die Augen nach hinten rollen. Wieso müsst ihr jetzt wieder mit Aegao meiner Weakness kommen? I know, me too. I like to see what's going into my mouth. Ich fürchte um meine Sicherheit gerade. Like, oh, jetzt bin ich gespannt, was wir fragen dürfen. Irgendeine Season, was ihr Hobby ist oder der letzte Name? Was ist dein Main Hobby? My main hobby. Ja. Does getting drunk count? Ernsthaft, das ist ihr Hobby jetzt? Hey Leute, mein Hobby ist Saufen. Okay, wir haben nichts mehr. Aber kann ich noch mit ihr reden hier? Why don't you treat me to some food? Ich glaube, weil sie intoxicated ist, kriegen wir mehr Honey, wenn wir mit ihr reden. Aber... Ich habe andere Sachen. Nein, Kiana, es ist abends. Wieso schläfst du abends? Okay, ich möchte mit Lola auf ein Date gehen. Bye, bye, sweetie. Bye, bye, girl. Nein, ich wollte mit Kiana. Oder wir gehen jetzt zu Kiana. Weil ich glaube, ist das nicht endlos? Ich hoffe, es ist endlos, weil ich hasse... Hi, come, sit down with me. Oh, ich liebe meine Titten in diesem Bild. Von allen Bildern im Internet muss das mein Liebling sein. Es... Objektiv, ein schönes Bild. Mal wieder Respekt an den Artist. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich würde ganz gerne dir auch ein Geschenk geben. Und zwar, was? Das und das? Okay. I have the money. Oh, what's this? Excellent. Zwei neue Geschenke. Because ich kann es mir leisten. Sind das... Ach, Earrings. Das ist geil. Ein weiterer Move für zwei Heartbroken Tokens. Das ist eine gute Sache. Die können wir gebrauchen. Was ist das hier?
Upgrade a Select Affection Token to a Power Token. Das ist, glaube ich, auch gut. Wir nehmen es einfach mal mit. So, wir reden nochmal mit ihr. Aber wir gehen erstmal aufs Date. Oder? Nee, warte. Was ich vorher wissen möchte. Was ist denn dein Lieblingstrait? Romance und das letzte ist Talent. Ich glaube, ich habe Romance letztens schon mal aufgemacht. Ach nein. Gut, dann haben wir jetzt alle einmal hochgepumpt. Let's go! It would be rude not to after you asked so nicely. Ich bin gespannt, was sie für ein Outfit hat. Entweder das ist total normal oder das ist richtig glorious. First date with Lola. Vinny's Restaurant. I can't decide what I want. I'll just get what you're having. Sind das Schrapse da unten? Wie 220? Seid ihr wahnsinnig? Wie soll ich das denn schaffen? Erstmal ein neuer Move. Egal, wir haben einen Move dazu bekommen. Das ist immer gut und das Board ist geräumt. Das ist auch gut. Du mochtest ja Romance. Ich brauche mehr Sentiments. Unbedingt. Das ist eine gute Combo. Das ist auch eine gute Combo, habe ich gehört. Consumer Romance Tokens. Das könnte auch gut sein, ganz ehrlich. Ich brauche auf jeden Fall mehr Sentiments und mehr Moves. So, das glaube ich schon mal ganz gut. Kann ich noch mehr Moves mir holen? Ne, da, da und da. One move for every two heartbrokens. Das lasse ich mir erstmal. Lass mir es erstmal offen. Wir kriegen ja noch ein paar. Das finde ich auch besser als das hier, wenn ich ehrlich bin. Und es kommt drauf an, wenn jemand auf Passion steht, dann kann man das vielleicht eher mal nehmen, aber ich weiß nicht. Machen wir erstmal weiter so. Zack. Leute, das läuft viel zu gut. Ich verstehe nicht, was ich richtig mache. Helft mir. Okay, ein Move, zwei Move, drei Moves, dreieinhalb Moves. Ich glaube nicht, dass es halbe Moves gibt. Hier muss ich irgendwas mal weghauen hier unten. Und zwar so am besten. Ja. Auch schon bessere Ideen. Wie viele Sentiments habe ich? 6. Okay, genau passend dafür. Ich brauche auf jeden Fall mehr Passionsfrucht hier. Scheiße, hätte ich mir einen Move dazu holen können. Dammit! Hier muss irgendwo... Ach, weißt du was? Gönn dir. Oh, dadurch gehen die nicht weg. Dann kann ich ja theoretisch beide hintereinander machen. Gut zu wissen. Das ist schon mal sehr sexy so. Oh Glück gehabt. Ich brauche nämlich noch mehr Sentiments. Ich brauche unbedingt so mehr Sentiments. Andy needs to think. Ich werde es schaffen, Freunde. Glaubt mir. So, ein neuer Move ist kreiert. Ich brauche jetzt noch ein Sentiment. Komm schon, Leute. Ich muss diese Broken Hearts loswerden. Dann können wir auch ohne Probleme hier weitermachen. Da! Aber wenn ich den hier verschiebe, verschiebt sich da was? Nee, Glück gehabt. So. Let's go. Wir sind auf Max, das ist schon mal sehr gut. Jetzt bräuchte ich noch ein paar mehr Moves. Sehr schön. Glaube ich auch. Wie habe ich den Move denn gerade gemacht? Egal, es hat funktioniert. Boom, Leute! Enjoyed myself like that in a while. Wir machen gleich noch einmal Kiana, bevor es zu Ende geht. Das hoffe ich, schaffe ich zeitlich noch. Lolas Downtown Outfit. So, wie immer, ne? Gebe ich denen das als random, weil ich finde das immer mega cool so. Und wir reden noch ein bisschen mit dir. Would you consider yourself an outdoorsy type? Naja, du bist Stuart, ist von daher. I could not agree with you more. I need my sun and fresh air. Surprise. All right, answer me this. Do you enjoy drinking coffee? Die Frage muss ich selber beantworten. No, I'm a coffee addict. Nobody is more addicted than this girl right here. Ich mag sie immer mehr, ungelogen. Mind if I ask you a question? Klar. What's the first thing you think about when you wake up in the morning? Daran, dass ich meinen fucking Job machen muss und aufstehen muss. That's right. Few people understand the power of starting the day in the right frame of mind. Ist so. So, wir hauen ab, Leute. Ich will zu Kiana. Wir haben noch ein Date, was wir machen müssen. Wetten, wir kriegen von ihr auch jetzt ein Bild? Ich sehe einen Rhythmus, Leute. Wir kriegen das noch alles hin hier. Oh, siehst du? Warte, sorry, Kiana. Hab ich dich auch gar nicht ausreden lassen. It's been a good day. Oh, wir können dann ein zweites Date gehen, okay. Schau, das bin ich. Ich bin gerade in einem Flugzeug, bla 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 bla.
Gute Airline, gute Airline. So, ich möchte dir ein paar Geschenke machen. Fitness? Echt? Fitness war dein einzigartiges Ding? Fitness, Tatsache. Gut, dann kaufen wir dir mal ein Fitnessgift. Now this is a guy who understands me. Your Nokianas Belesser Hairstyle? Was? Ich kann hier, was? Wait a minute. Moment, ich kann denen die Haare auch ändern. Tatsache. Oh mein Gott, es ist so süß. Das ist auch cool, aber das finde ich irgendwie noch süßer. Wir machen es wieder random, dann haben wir das immer, dass sie, wie es auch im No-Alltag ist, das finde ich besser so, ganz ehrlich. So, wir haben aber noch ein Geschenk dazu bekommen, oder war das das quasi? Increase the amount of romance tokens that fall by 50% for the remainder of the date. Das ist gut für Leute, die auf Romance stehen. Ist das bei ihr der Fall? Nee, dann lass uns bei ihr auch raus. So, aber wir, Freunde, machen jetzt unser zweites Date. Seid ihr bereit? Seid ihr emotional bereit dafür? I think that's an awesome idea. You ready? Bitte lass mich das nicht verkacken. Bitte lass mich das nicht verkacken. Bitte, 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 bitte lass mich das nicht verkacken. Wir haben nämlich noch 5 Minuten ungefähr. So, was war denn nochmal die Talent und das letzte war Romance. Ich verstehe, Kiana, das kriegen wir easy hin. Das kriegen wir hin. Ich brauche alle Moves, die ich kriegen kann. Alle Moves, die ich kriegen kann. Und dadurch muss ich hier mal so ein bisschen was wegmachen. Was haben wir denn hier? Ein Move für alle Broken Hearts. Das können wir schon mal machen. Plus 4 Moves ist immer gut. Dann so. Dann muss ich hier unten mal ein bisschen was erledigen. Und zwar so. Wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Talent. Nochmal ein Move mehr ist immer gut. So, ein bisschen Appassionata. Das gefällt mir unten nicht. Ich will Sentiment 6 haben und die ganzen Broken Hearts hier wegkriegen. Und zwar so. Dadurch haben wir schon 5. Consume all Romance Tokens on the grid. Das können wir uns aufbewahren für gleich. Ich brauche aber noch einmal... wenn ich hier gleich noch einen reingezogen kriegen würde, wäre das fantastisch. Ne, erstmal neuer Move hier. Oh, Leute, ich glaube, so langsam fange ich an, das Spiel zu verstehen. Okay. 15 Moves. Zack. Consumer Romance Tokens on the grid. Das sind die hier, ne? So viel haben wir davon zwar nicht, aber auch das kriegen wir hin. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 3 Minuten. Ansonsten spackt nämlich meine Kacksoftware rum. Oh, wir kriegen das hin, Leute. Ich will das hinkriegen. Geh weg! Was war das denn hier? Das ist egal. Das ist... All Power Tokens ist auch egal. Das ist auch egal. Ich will Sentiment 5 haben für das hier. Gut, let's go! Ich will nicht, dass es asynchron wird. Das kann ich mir nämlich nicht erlauben. What to do, what to do? Jetzt flippe ich einfach gerade mega aus die ganze Zeit. Vier Moves noch, Leute. Das wird eine enge Karre, ich sag's euch. Ich bin so ein dummer Idiot, ne? Ich glaube, ich hab's gerade verkackt. Es tut mir leid, Kiana, es tut mir leid. Okay, Anna, es tut mir leid, ich kaufe dir auch ein Geschenk. Es tut mir wirklich leid. Ein Geschenk schenken wir noch. Verdammt nochmal, dieses Spiel, ey.
Ich find's schön, dass ich nicht jedes Date schaffe. Das wäre auch langweilig. Oh, so cute. Was kann ich dir denn schenken? Was kann ich dir schenken? Nichts, was du toll findest. Irgendwas. Oh, ein einzigartiges Gift. Nature, Cheerleader. Nehmen wir das hier. Bitteschön. Wow, I have been looking everywhere for this. Sehr schön. Gut. Nicht viel Zeit haben wir noch? Okay. Ich muss leider weggehen, weil ansonsten speichert er das nicht. Aber das nächste Mal reden wir mit Kiana weiter. Und wir gönnen uns als nächstes Audrey. Ich habe Audrey sehr stark... Oh man, is it that time already? Ich hab's verkackt. Aber beim nächsten Mal, ich schwöre dir, beim nächsten Mal haben wir die richtigen Sentiments und beim nächsten Mal rasten wir richtig aus. Plus, wir daten jetzt nochmal ein, zwei von den kleineren, sag ich mal. I'm kind of busy, so make it quick. Fuck off. Und erhöhen unsere Muni und erhöhen dadurch auch unseren Upgrade-Prozess hier, weil wir können ja relativ viel machen. Und das ist auf jeden Fall das, was ich beim nächsten Mal machen werde. Freunde, das war Part Nummer 2. Wir sehen uns bald wieder in Part Nummer 3. Und da ihr jetzt alle Frauen kennt, könnt ihr mir ja wieder reinschreiben, wer die Liebling ist. Als nächstes mache ich auch Niki. Ich weiß, dass einige von euch auch sie sehr, sehr cool finden. Von daher, ich versuche immer mal so alle mal so ein bisschen zu beleuchten und bei ausgewählten Leuten, wie zum Beispiel bei Lola, bei Aiko und bei Kiana, versuche ich mal das Ganze so ein bisschen weiter dran zu bringen. Oder yes, Jessie auch teilweise. Von daher, bevor ich über die eine Stunde komme, meine Audio asynchron wird, Leute, haut da rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!